Hallo, grüß Gott, meine Dreamies. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen zum nächsten Part der Pokémon Brilliant Diamond Randomizer ist nicht. Pokémon Brilliant Diamond Mastlock Challenge. Warum komme ich auf Randomizer? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich letztens erst an Randomizer. Shout Bob, I guess. Wir sind jetzt dort beim Rätsel, die Rätseln. Und ich muss schauen, wie da zum Volke die Volkner kommen. Was nämlich nicht, ob es da eine direkte Verbindung hin gibt. Ich weiß nur, die Schalter da unten haben eine Auswirkung auf die Schalter da oben. Perfekt. So, wärmer. Beim Kasekage, beim Hokage, beim Volkner. Let's go. Ich bin schon gespannt auf was für ein Level der rumguckt. Level 46. Auch klar, Surfer. Surfer sollte man aber tanken. Es ist kein Step. Falls er einen Fokus gut hat, ist er jetzt weg. Der vermisst. Er hat die Antibodenbeere. Yikes. Antibodenbeere also. Mann, wir sind recht überlevelt mit Elevisa, aber ist mir jetzt wurscht. Ich bin nicht wieder aufs Maul kriegen von dem Elevisa. Let's go. Surfer wird okayen Damage machen. Gehen wir einfach Genesung, er geht auf Top Genesung, okay. Ah, Highlight von ihm ist draußen. Ich heil mir mal hoch, falls ein Rauchler kommen sollte. Gehen wir auf Erdkräfte. Es kommt Surf. Okay, er hat nur Surf anscheinend. Als Coverage. Wir haben ja alles nur fein. Erdkräfte sollte killen. Ja. So. Pokémon Nummer 1 wäre damit Ambidiff. Was kann Amidiffel? Ackern wäre die beste Option. Mogelhieb, okay. Es war Crit. Aber Nahkampf. Sollte ausreichen. Perfekt.
Becken. Amity fließt down. Da ist seine Artillerie. Wir könnten einmal in Tina gehen. Ah, ich könnte stoppen. Ist fein. Wir setzen ein Lichtschild auf. Wir sollten schneller sein. Energiefokus. Okay. Könnte das Crit Set sein? Und hofft man, dass man die jetzt draußen. Ein Crit, sehr schön. Genauigkeitsdrop ist okay. Da ist der Crit. Das war's mit Tina. Na, ich jetzt so bis okay. Meine Fresse, unser Feen-Pokémon gegen Cynthias, Nakrak und Rippuk. Wurscht, die heilen jetzt einmal hoch. In Arena-Kämpfe darf ich ja A-Highlight einsetzen. Ich hoffe, ich triff jetzt. Sehr schön. Orden Nummer 8. Perfekt. Auf geht's Richtung Siegerstraße. Ja, Sticker sind mir scheißegal. Bei TM ist mir auch scheißegal. Oh. Sogar nur Octillery ist ein Crit-Set. Ich habe mich gerade wieder so
selbst über mir aufregen. Ist ein Wahnsinn. Ich sag's auch noch, es ist ein Kritzet und bleibt drinnen mit zwei Genauigkeitsdrops. So, Pekko kommt wieder mit ins Team. Wir haben ja nur ein paar Mons, die wir mitnehmen können. So ist es nicht. Das ist jetzt nicht optimal gelaufen, aber es ist auch nicht so tragisch. Scheiße, ja. Tragisch. Na, weil wir können ein Regenteam spielen. Wir können Knackrack mit Regen irgendwie breaken. Aber ja. Optimal ist was anderes. Wir haben 99 Kaskade, I guess. Ja. Dann haben wir schon mal einen Move für Pasco, den wir jetzt einmal beibringen werden. So, dann hat er mal einen physischen Step. Was haben wir eigentlich vom Volkner gekriegt? Ladestrahl. Really? Ja, ich setze einen kurzen Cut und man sieht sie in der Siegestraße wieder. Bis gleich. So, wir werden jetzt da. Kurz für euch. Gute 223. Pokémon Liga. Sprich, theoretisch. Könnte ich mir noch einen Encounter im Untergrund holen. Ich bin gerade am Überlegen. Wenn das jetzt auch noch eine andere Route ist. Siegerstraße. Also theoretisch wären es nur zwei Encounter im Untergrund. Ich nehme die mit. Gut, gut. Was jetzt haben wir das in den Run gehabt? Gut, gut. Ja, aber gut, gut. War es jetzt auch nicht so geil. Die Fass Hammer. Kurze Hammer. Ich bin jetzt so frei. Und suche mal die Encounters selber aus, weil ich will das Projekt gewinnen. Theoretisch wäre Hut Hut unser Encounter. Aber der Untergrund ist so riesig, dass ich sage, ich gönne mir einfach den Encounter, den ich will. Hut will ich definitiv nicht. Wenn mir jetzt ein Cut, bis ich einen Encounter gefunden habe, der mir zusagt, dann sage ich, ich bin Fang. Dann sieht man sich gleich wieder Bisch. Später. Ich habe einen Trassler gefunden, das nehmen wir uns mit für den Poké-Liga-Encounter. Das wird unser Poké-Liga-Encounter.
Schauen wir mal, ob sie in einem Finsterball drin bleibt. Perfekt. So, es ist on fire. Und kommt auch klein mit in unser Team. Über Pekko nehmen wir es mal mit. Ah, Knacksen. Dann schauen wir mal, ob wir da noch andere Optionen gehabt hätten. Immer ein bisschen mehr zu sagen, aber Trassel ist schon eins knackig. Na, war das Beste. Trassel war das Beste. So, dann schauen wir nur weiter. Den Ahn-Encounter haben wir nur offen. Master of God again. Bablu. Fühle ich nicht so. Ah, da ist nix. Gehen wir weiter. So. Also Schlurp. Schlurp wäre geil. Schlurp wäre geil. Weil Schlurp kommt für Coverage. Luxio Golbert. Ah, lass mir das einmal aus. Schauen wir da rein, was wir da so haben. Liefers, Luxio. Bla. Elia. Haben wir Arschokop. Die auch nicht so. Kannst du bitte fliehen? Kann doch nicht so schwer sein. Danke. Wieder Gammel Norosil herum. Volbat. Ah, nicht so das Wahre. Na gut, dann cut die Nummer und man sieht sie gleich wieder. Ich habe da gerade einen pinken Schatz gefunden und den pinken Schatz werden wir uns mitnehmen. Oh klar, ja, es hat eine vierfache Eisschwäche. Aber es hat nicht nur einen Bodentypen, es hat außerdem auch noch den wunderbaren Flugtypen, was bedeutet,
Wir immunisieren Knackracks Bodenattacken. Dadurch, dass wir den Flugtypen haben, immunisieren oder werden von Pflanzenattacken nur neutral getroffen. Und das ist halt schon ein riesengroßer Vorteil. Warum gegen Cynthia? Ich weiß gar nicht. Schwertanz kommt sein. Schwertanz, Kreuzschere, Offenlegung, Erdbeben. Das ist ein geiles Set. Not gonna lie. Das ist ein geiles Set. Perfekt, wir haben unser Skorgler. Damit schaut unser Team schon wieder ein bisschen besser aus. Ein bisschen besser. Das ist Darkwing. Einfach weil die Weiterentwicklung Skorgro perfekt zu den Normen passt. Ja. Nehmen wir es mit ins Team. Ich würde sogar fast sagen, ich lasse Willibald dann daheim. Aber wenn Willibald ein bisschen bulkiger ist. Aber ja. Damit, meine lieben Teamies, würde ich sagen, beende ich diesen Part für heute. Falls euch das Projekt gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Falls ihr mehr Pokémon-Content sehen wollt, da oben ist die letzte Folge. Und dabei ist die Playlist, wenn ihr das ganze Projekt nachschauen wollt. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen guten Nachmittag. Und man sieht sich im nächsten Video.